Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den Nakalim. So, wir sind hier in eine Sackgasse geraten, aber wir haben hier noch zwei Sonden. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was entdecken. So, eine Runde warten. Hier haben wir ein Relikt und Reliktbeschaffung läuft noch zwei Runden. Und ja, das hatte ich ja in der letzten Folge ausführlich erklärt. Aber wir kriegen dann 50 Forschung dazu pro Runde. Jedes nicht zugewiesene Relikt gibt uns 50 Forschung. Okay, nächster Zug. Und das ist schön, da geht's weiter mit Titan und Hyperium. Was nicht so schön ist, ist, dass da die Hischo schon eine Kolonie haben, also einen Außenposten. Das ist gar nicht schön. Tja. Wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wir schicken noch eine Sonde. Wie lange würden wir dann brauchen, um dahin zu kommen? 3 Runden. Den Helden können wir erneut zuweisen. Das können wir natürlich jetzt nicht sofort machen. Aber in 5 Runden. Ja, er fing nochmal rüber. Und hier erkunden wir diese Kuriosität. Da bekommen wir das Laubräumer. Und das macht auch die Nebenzivilisation glücklich, dass wir dort eine Kuriosität enthüllt haben. Plus 3 pro Runde. 10 Runden lang. Und ja, dann fingen wir da ein. Und da haben wir Kyros entdeckt. Ein einzigartiger Planet. Nächste Runde. So. Das schließen wir einmal. Da ist nämlich unser Hacking erfolgreich gewesen. Weil jetzt geht's erstmal. Jetzt beginnt erstmal die Solo-Quest. Kapitel 1. Eine stolze Vergangenheit, Teil 1. Ich habe nicht nur eine Prophezeiung durchlebt, sondern auch meine Augen verwundert geöffnet und gesehen, wie sie direkt vor mir stattfand. Dies ist meine Geschichte. Ich bin Marusia aus der königlichen Mapakna-Familie und Prozessin der Nakalim. Unser Schlaf war aus der Verzweiflung geboren. Als man uns Sopra nahm, als die Endless die Götter zerstörten, begann der Untergang unserer Zivilisation. Jahrhunderte des Wachstums und der Erkundung endeten innerhalb weniger Jahre in Zerstörung und Verwirrung. Unser riesiges galaktisches Imperium zerbröckelte, bis die Nakalim, die vor dem Zusammenbruch standen, in den Winterschlaf gezwungen wurden. Viele waren fast erleichtert darüber, denn in der Prophezeiung hieß es, der Schlaf der Getreuen wird lang werden und die Galaxie sich ändern und die Sterne werden an anderer Stelle stehen, doch ein Prophet wird die Getreuen am Ende wecken, wenn die Zeit der Wiedergeburt naht. Es stand noch mehr darin, schließlich handelte es sich um eine typische Prophezeiung. Wir hätten nie gedacht,
dass uns dieser Prophet nicht nur Geschichten über den Verrat der Endes erzählen, als wären die etwas Neues gewesen, sondern auch über ein großes Tabernakel erzählen würde, das gebaut wurde, um ihre Schuldgefühle zu lindern und die Verlorenen um Vergebung zu bitten. Und es sollte ihm und seinen Gefolgsleuten ein neues und ruhmreiches Lebensziel bieten. Meist nennt man es einfach nur die Akademie. Doch uns flüsterte er ihren vollen Namen zu. Die ultimative Akademie der Wahrheit und Buße. Nun sind wir erwacht und am Leben. Ein gestärktes Volk mit einem neuen Ziel. Doch obwohl ich mich freue, weil ich die Sonne nach dieser langen Zeit wieder im Gesicht spüren darf, werde ich zuerst meine Eltern bestatten, denn der lange Winterschlaf war zu viel für ihre alternden Körper. Meine Erzählung beginnt also zu einer Zeit der Wunder, der Prophezeiungen und des Verlustes. Dies ist meine Geschichte. Ich bin Marusia aus der königlichen Mapakna-Familie und offensichtlich die Königin der Nakalim. So, wähle ein Ziel aus. Rebellieren, untersuche 8 Kuriositäten. Und dann gewinnen wir Glauben dazu. Oder aufbauen. Aber 4 Nahrungsverbesserungen in deinem Imperium. Wir bekommen auf jeden Fall in beiden Fällen 2 Relikte. Sprich 100 Forschung pro Runde. Und das mit dem Dunkelflitter ist auch gleich. Jeweils 60. Ja, wir werden viele Kuriositäten untersuchen. Und jetzt bei 0 von 8. Und bestätigen das. Fertig. So, wenige hackt. Da können wir jetzt unser Match verbessern. Hintertür erstellen. Hintertür erstellen wäre halt relevant, wenn hier zum Beispiel noch was wäre, was wir hacken möchten. Aber davon wissen wir jetzt auch nichts. Geheimnisse aufdecken. Ja, Kosten um 50% reduzieren. Oder Wirtschaft hacken. Wir werden jetzt hier Image verbessern. Bestätigen. Und dann sehen wir, dass wir hier pro Runde 8 dazu bekommen. So, jetzt können wir erneut hacken. Und wir hacken diesmal Izar. Ja, da werden wir dann auch Image verbessern. Und ja, die sind hier noch unterwegs. Wir können einmal Loblied anstimmen. Mit 10 Einfluss. Ah, das machen wir. Und da haben wir keine Sonden. Ah, da warten wir, bis wir wieder Sonden haben. Und hier ist die Reliktbeschaffung abgeschlossen worden. Und jetzt haben wir 2 ungenutzte Relikte. Und bekommen dann 105 Forschung pro Runde. Ist das teurer als... Ach so, okay. Das ist günstiger, weil wir die Vorgängerforschung haben. Oh. Und hier, was wir gerade erforschen, dass wir nämlich einmal öfter hacken können. Und Wurmlöcher sehen und sie auch benutzen können. Das hat keine
Verknüpfung. Deswegen dauert das jetzt 40 Runden. Und das nächste dann nur 31 Runden. So. Ja, und weiter geht's hier dann damit, diesen Planeten zu kolonisieren. Und das ist dann fertig in 2 Runden. So, Zug beenden. In the name of the Hisho Nation and Donazi the Sun God, I greet you. Ja, auf gute Nachbarschaft. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die beiden Kuriositäten zu enthüllen. Und wir schauen uns aber auch noch einmal das System an. Ein riesiger Lavaplanet. Großer Ascheplanet. Nennt sich Trocken. Und kleine Dschungel. Ah, und da ist der Außenposten. 6 Runden. Na, der macht Verluste. Weil wir da gerade sind und das Ganze bombardieren. Ja, Hisho. Möchten wir mit den Hisho direkt Probleme bekommen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns das zu überlegen. Erstmal hier die Sonden. Ja, wir können die alle kolonisieren, außer Lava. Normalerweise müssten wir für trockene Planeten eine Forschung durchführen und für Asche auch. Ja. Schauen wir mal hier. Superknollen. Und Edenweihrauch. Und 20 Dust. Wir warten auf neue Sonden. Und dann schauen wir uns hier an. Also ein großer arktischer Planet. Und da ist Kyros, einzigartiger Planet. Und das ist ein großer Ödlandplanet. 25 Wissenschaftsproduktion als Beute. Ja, da kann man sich natürlich jetzt überlegen, möchten wir Kyros kolonisieren? Da würden wir natürlich das Forschung und Einfluss generieren. Aber keine Nahrung, keine Produktion. Ja, das ist ein gutes System mit Titan und Hyperium. So, unser Held hat Level 2 erreicht. Das ist natürlich jetzt auch die Frage. Was machen wir mit dem Helden langfristig? Werden wir mit dem kämpfen oder werden wir mit dem unser Heimatsystem gehen, um das Heimatsystem zu pushen? Wir lassen den Punkt erst nochmal. Wir geben den noch nicht, denke ich. Also jetzt würde er uns halt hier die Sichtweite erhöhen. Und falls man hier zurückfliegen würde, dann wäre man halt ein bisschen schneller. Hier nochmal Sichtweite erhöhen, was für Erfahrungspunkte pro Zug haben. Wir lassen ihn einfach mal so.
Und ja, das waren die Superknollen. Zugbänden. So. Jetzt haben wir hier die Kolonie gegründet. Und schauen wir mal, ob diese gemischte Anomalie für unser Gesetz gilt. Ja. Diese 10%. Also die Frage, finden wir etwas zum Gesetz zur grünen Fruchtbarkeit? Da, ja, diese 5,2. Ja. Also die gemischte Anomalie hat uns hier schon mal geholfen. Auch ein Forschung, der dann aber halbiert wird. Ja, und wir sollten, denke ich, hier die... Bewohner rüberziehen. Ja, 37, 23, 36. 37, 23, 36. Ja, wir kriegen hier zwar mehr Gast, aber ansonsten halt viel weniger Nahrung. Ja, das ist schon besser so. Dass wir hier auch wachsen. Wie lange würde ein Kolonieschiff brauchen? 4 Runden. Kriegsschiffe wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Aber das wird jetzt 7 Runden dauern. Ja, das ist halt nur ein Planet mit einem. Ist ja ein einzigartiger Planet, aber halt nur ein Planet, den wir jetzt hier hätten. Und langfristig zwei. Wir fliegen hier mal weiter. Und da können wir. Schauen wir uns das hier nochmal an. Läuft es da 5 Runden? Okay. Wir können natürlich jetzt hier auch noch belagern, bewachen. Aber das würde die... würde die Hishu halt wirklich sauer machen. Bisher sollte es ja eigentlich noch gehen. We can be trusted to act as you think we will. You cannot. Ah. Also wenn wir den jetzt bewachen würden hier, dann wären die richtig sauer. Müssen wir eigentlich nicht riskieren. Können hier noch einmal erkunden. Titan. Ich glaube, das Spiel hat für uns eher vorgesehen, dass wir uns hier so ausbreiten. Da oben ist übrigens noch ein Relikt. Aber das kann uns kein anderer wegschnappen. Also wir müssen jetzt nicht in Panik ausbrechen. Wir sind die Einzigen, die Relikte sammeln können. Machen wir mal eine Runde weiter und das mit dem Bewachen. Wir machen das mal.
Weil wenn jetzt hier ein Nahrungstransporter ankommt, dann können wir den durch das Bewachen abfangen. Jawohl. Okay, alles gut. So, das ist eine Kooperationsquest. Da geht es darum, Leviathaner bauen zu können. Und den Text lese ich jetzt nicht vor. Ich werde immer die Texte vorlesen, die halt zu den Nakalim speziell sind. So. Aber so normale Quests in Anführungsstrichen, die lese ich dann nicht vor. Also wir müssen 26 Technologien im Quadrant Militär freischalten und es wurden 7 von 26 freigeschaltet. Das ist eine Kooperationsquest, also alle Imperien gemeinsam müssen auf die 26 kommen. Dann kann man Leviathan-Technologien erforschen. Und ja, wer am meisten dazu beiträgt, kriegt halt nochmal 30 Rotzang und 30, also 60 Rotzang und der zweite 30. Feel free to anger us. Feel free also to suffer Tornazi's wrath. Ja. Das war absehbar, dass wir richtig sauer werden. Noch 4 Runden. So. Einmal nochmal da nachschauen, Antimateria. Das ist halt echt ein richtig gutes System. Antimateria, Titan, Imperium. Wie teuer wäre das denn hier, so Angriffsschiffe zu beschleunigen? 1050. 1105, so. Wir haben die Möglichkeit, über den Markt an das zu kommen. Also hier, das werden wir mit Sicherheit nicht einbauen. Und das auch nicht. Ah, kann es auch eingeben. So. Und Superknollen auch nicht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen was an strategischen Ressourcen verkaufen, dann hätten wir schon genug, um eins der Angriffsschiffe zu waschen. Da aus. Und als Antrieb. Ah, das Schiff wäre schon mal ein bisschen stärker als so die normalen Anfangsschiffe, weil wir im Techtriad schon weiter vorne sind. Okay. Also wir nehmen die nochmal raus. 1300. Antimaterie gibt 82. Pro. Und da sind wir bei 1228.
So dreimal Antimaterie verkaufen, glaube ich. Die Zahn. Ja, das reicht nicht ganz. So, jetzt können wir das nämlich waschen, ja? Dann haben wir das nächste Runde. Dauert dann natürlich ein bisschen, bis es da ist. Tja, wir bewachen ja weiter. Ah, das sieht gut aus. Ein riesiger Gasplanet, und ein großer Ödlandplanet. Und dann schauen wir uns das an. Da gibt es Adamantian. Und wir werden hier sagen, Relikte beschaffen. Das dauert dann halt jetzt 4 Runden. Ja. In der Zeit werden aber auch Sonden nachproduziert. Von daher passt das ganz gut. Iza erfolgreich gehackt. Und wir werden hier wieder das Image verbessern. Wobei. Wir können auch eine Hintertür erstellen und dann jetzt zu den eventuell Hisho rüber hacken. Aber wir sehen ja hier, wie einem das nach vorne pusht, wenn man hier die Beziehung hackt. Und dann kriegen wir auch Wissenschaftsproduktion. Und das ist nicht... Da kriegen wir nicht diesen Multiplikator minus 50% drauf angerechnet. Wir werden erst einmal ein Loblied aus. Können wir nicht. Das kostet schon mehr, als das zweite Loblied wäre. Okay. Also Image verbessern. Bestätigen. Dann kriegen wir hier 7 pro Runde. Und auf jeden Fall das Schiff nicht vergessen. Das war teuer. 7 Runden. Wenn wir hier die Blockade aufheben, dann... Tja. 3 Runden noch. Ich habe nämlich, ich überlege gerade, im Helden die eine Fähigkeit zu verpassen. Also hier. Dieses. Dann darüber zu fliegen mit dem Helden alleine. Genau, das können wir so machen. Ja. Splitten die. Der kann nämlich auch alleine unterwegs sein. Der Anwärter hält hier die Belagerung aufrecht. Der Held braucht jetzt 3 Runden. Und das Schiff braucht noch, ja, ein Viertel. Dann geben wir ihm jetzt diese Fähigkeit. Und fliegen darüber. So. Ja, dann stellen wir die hier zusammen und fliegen dann
mit 50% erhöhter Geschwindigkeit darüber. So. Ah, wir können nochmal hacken. Beziehungshack läuft aus, nächste Runde, dann hacken wir nochmal darüber. Jawohl. Das haben wir und nächste Runde. Und da ist der Held, der muss jetzt eine Runde warten auf das Schiff. Aber wir haben zwei Sonden. Können wir auf jeden Fall losschicken. So. Und Zug überspringen. Und hier bekommen wir in der nächsten Runde einen Nakalim. Und wir hatten ja durch unser Gesetz sichergestellt, dass es dass nur Nakalim sich vermehren können. So. Zerebrale Realität würde halt 15 das geben, aber von der Forschung würden wir nur die Hälfte bekommen. Ansonsten können wir natürlich hier unsere Produktion pushen. Hier bekämen wir 30. Ja, für die beiden Planeten jeweils 10 und weil der Planet fruchtbar ist, nochmal 10 dazu. Und ja, weitere Schiffe. Hier so ein Aufseher würde 4 Runden dauern. Ein Transporter 6 Runden. Ach, ich habe was vergessen. Ja, okay, aber es hätte uns gerade auch 3 Runden gedauert. Beziehungsweise nochmal 597 Dust. Die Big Data Werften sind nämlich sehr stark. Jetzt im Early Game. Da kriegen die Schiffe 40 Erfahrungspunkte mehr bei der Fertigstellung. Das sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen, bevor wir hier wirklich Schiffe produzieren. Wir investieren jetzt hier einmal in, ja, in die Produktion. In die Industrieproduktion. 30 Industrieproduktion mehr. Dadurch steigern wir halt unser, ja, unsere Industrieproduktion 50%. So. Ja, die Reliktbeschaffung läuft weiter. Solange das läuft, können wir keine, ja, Kuriositäten erkunden, aber trotzdem, die Sonden werden ja produziert. So. Nächster Zug. Jesho kann uns übrigens jederzeit den Krieg erklären. Ah, wir haben eine Quest erhalten, hier für den Mavro. Über die Quest könnten wir sie dann assimilieren. Wir kriegen da jetzt pro Runde 16,8 Last, 7,2 Personal und 22 Wissenschaftsproduktion. Ja, wir können uns auf jeden Fall mal die Quest anschauen. Meister der Arena. Steigere die Unterstützung der Militaristen auf mindestens 30% in zwei Systemen. Dann kriegen wir 100 das und wir erlangen die Nebenzivilisation. 30% in zwei Systemen. Wir haben aktuell nur ein System. Das wird schwer.
So, die werden zusammengelegt. Und wir fliegen darüber. Ah. So, da ist ein neuer Nakalim dazugekommen. Der nächste braucht 5 Runden. Und 3 Runden bis zur Xeno-industriellen Infrastruktur. Gut. Hacking dauert noch 2 Runden. Ja, und das ist natürlich hier ein sehr spannender Start. Also normalerweise spiele ich so nicht. Aber ja, mal schauen. Wir haben ja noch den Anfangsvorteil. Also so ein starkes Schiff wie das hier sollten die hier schon nicht haben eigentlich. Okay, gut. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.